Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outlast 2. Wir sind gerade eben abgestürzt aus diesem kleinen Häuschen da oben, was wir gerade hier nicht sehen. Und Jabba scheint tot zu sein. Und ja, wir müssen immer noch zu den Minen. Und dann robben wir mal hier durch. Jabba, bleib bloß tot, ey. Ich dachte schon irgendwie, der packt uns gleich. Oder bäumt sich noch ein letztes Mal auf. Interagieren. Hä? Maybe I could. Fuck. Hä? Ah, er träumt wieder. Wir sind wieder in der Schule. Oh, geil! Fußspuren. Das klang nicht so geil. Boah, ich will einfach nicht mehr, ey. Was ist denn jetzt mit Jessica eigentlich passiert? Was ist das? Ganz schön weit auseinander die Fußspuren. Ich gehe mal hier rüber. Ja, ja, ja. Na toll. Ich glaube, wir müssen einfach nur diesen Fußspuren nach, oder? Wir gucken, dass ich ja auch nichts verpasse in der Möglichkeit. Auch wenn ich schon gefühlt 1000 Aufnahmen übersehen habe. Da ist die Tür. Wie viele Batterien habe ich? Psst. Bevor ich jetzt da reingehe. Bleib. Ja, wir müssen es anlassen. Sonst sieht man nichts hier. Ah, wir sind wieder drin. Das ist jetzt nicht so kalt. Was ist denn hier passiert? Hat sich doch keiner erhangen. Noch nicht so blutig. Hallo? Ich bin nicht da.
Nee. Verpiss dich. Uah! Ist das, ey? Das ist Zacharias, die Zunge. Hallo? Wo muss ich jetzt hin? Muss mal noch einen Weg hier rausfinden. Aber keiner weiß wo. Also da kam ich her. Ui, das war nicht gut. Hä? Ach, da. Ach nee, Exit, das ist drin. Scheiße. Ich gehe doch jetzt nicht wieder hier rein. Ihr spinnt wohl. Ah, verschlossen. War noch nie so glücklich über eine verschlossene Tür. Ich rüttel einfach mal an jeder Tür hier, aber geht nicht. Irgendwie durch den Boden oder so? Hä? Ey, so ein kleines Areal und ich finde den Ausgang nicht. Und durchs Fenster? Hallo? Hm. Ist ein bisschen ungeil. Da waren wir ja schon. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, bin ich gerade ein bisschen doof. Ich aber nicht heraus gemusst hätte, dann ging das ja auch nicht, oder? Verschlossen. Tolle Wurst. Was sagt er denn? Suche einen Weg hier raus. Toll. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay, wir gucken einfach mal rundherum jetzt alles systematisch ab. Erstmal an den Wänden. Vielleicht irgendeine offene Fensterscheibe oder sowas. Da ist auch nichts. Kommst du hier nicht durch? Auch hier ist nichts drin. Hier sind wieder die... Die verschlossene Tür, ja. Hier, hörst du das? Manchmal, ich zweifle manchmal auch echt einfach an mir, ey. Lauf hier wahrscheinlich 10-mal dran vorbei und merk's nicht. Hallo? Zacharias? Bist du auch da? Boah, diese Kamera, scheiße, ey. 2 Batterien. Warum 2? Haben wir jetzt hier eine lange Durststrecke vor uns? Hä?
Na toll. Das ist ja blöd. Und jetzt? Dachte, ich hätte den Weg gefunden, habe ich doch nicht. Okay, dann müssen wir eine andere Luke hier finden. Hier waren auch noch mehr von diesen komischen Metallluken. Ich habe es genau gesehen. Irgendwo da hinten war noch eine. Da. Dann ist das jetzt unser neues Ziel. Dann haben wir jetzt zwei Batterien gefunden, das ist doch schön. Hauptsache einfach rein da. Hui. Stockdunkel natürlich, was sonst? Hallo? Hallo? Hör, Alter. Die Hand. Geh doch mal jetzt. Okay, da ist schon mal nichts. Das hat aber nichts zu sagen. Weil der Zungentyp einfach überall spawnt. Lauf! Och Mann, ey. Komm ich wieder zurück? Nein. Ach, jetzt bin ich hier schon wieder in dem... Oh. Was will dieser Zungen... Wer ist dieser Zungentyp? Was hat er zu sagen? Also was bedeutet... Was hat er zu sagen? Ist gut. Was bedeutet der? Für was steht der denn, ey? Toll. Echt toll. Don't let me go. Ja. Ja, das habe ich schon gemerkt. Zungen. Damaskus erlebt. Jessica, Jess. Hey. Ich muss nachladen, verdammt. Wo bist du? Jessica! Ich bin wieder in der echten Welt. Wir hören uns die Aufnahme gleich an. Oh Gott, the sun. Look down upon thy little one. In diese Richtung. My savior, kind and dear. Quick, the day is done. Oh God, the sun, look down upon thy little one. O light of light, keep me this night, and shed on me thy presence bright. I need not fear, if thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, thou art my savior, das alte Englisch. Look down upon thy little one. Light of light, keep me this night. This way, Blake. Jess, are you there? Alter Jörg, ich habe mich aus Versehen verdrückt und habe die Kamera runtergenommen. Alter. Ja, wir wissen ja, dass die halt aufgehangen wurde, aber. Was? Oh, wir sind wieder da. Okay, wir gucken uns kurz die Aufnahme an. Ach, halt doch die Klappe, ey. Keiner mag dich. Genau, das habe ich auch gehört. Gut, dass wir hier so einen Camcorder haben, der alles für uns aufzeichnet. Ja gut, das haben wir als ultimative Erlebnis gehabt, das gesehen, was wir schon wussten, aber wir wissen immer noch nicht, warum es passiert ist. Oder ich habe in dem ganzen
Horror ist einfach nicht mitgekriegt. Das kann natürlich auch sein. Hallo? Dass ich hier wieder der Schisshase, der Schisser von Beruf bin. Und, muss ich daher? Dann gehe ich halt mal hier in die Richtung. Ich dachte, ich wäre da richtig. Offenbar habe ich mich aber umgedreht in meinem Schrecken. Aber hier scheint es auch viel... Wieder im Wald. Mann, ich will nicht im Wald. Ja, alles klar, komm. Mann, du bist doch so ein Vollpfosten. Überall runtersliden hier. So, Jabba. Ja, Jabba sind wir los. Wir haben noch die alte. Oma Martha ist noch da. Oh, das ist gemein. Get to the other side of the lake. Oma Martha läuft noch hier rum. Und, Papa Knot ist noch da. Ja, und die ganzen diversen Bäuligen noch hier. Schnauze, ich muss mal nachladen. So, wo muss ich jetzt hin? Finde einen anderen Weg zur Mine. Das ist das Missionsziel schon seit gefühlten 5 Stunden. Und schon stolpern wir wieder durch den Wald. Weh, es erschreckt mich einer. Den mache ich platt. Okay. I'm not putting a fucking toe in that water. There's something wrong. That lake is wrong. Hä? Da waren Leute. Hast du da auch gesehen, oder? Da waren doch gerade Leute. Hast du da auch gesehen, oder? Soll ich mal aus Spaß da reingehen? Oder erstmal aus Spaß aufnehmen? Nein, ich will das hier aufnehmen. Blake, erzähl mal was. The lake smelled like chemicals and dead things. Das erklärt auch die ganzen Fässer, die hier rumliegen. Ist denn hier kein Boot, was ich nehmen kann? Dieses hier zum Beispiel, das sieht noch fahrtüchtig aus. Eine Batterie. Nichts riskieren hier, ey. Noch ein fahrtüchtiges Boot. Ich habe selber ja schon die Krätze oder was die hier haben, ey. Ich leide mit. Nein, Tür öffnen. Ich will nicht öffnen. Ich werde mal reingucken. Der schläft schon etwas länger, so wie es aussieht. Scheint keiner da zu sein. Und wir sind auch nicht da. Warte mal. Ist da noch eine Tür? Ach, das ist eine andere Tür. Ich dachte, die wäre jetzt kaputt. Ja. Gehen wir mal in die andere Richtung. Oh. K
Captain Igloo. Frisch aus dem Kühlregal. Mit ein paar Chemikalien dazu. Mir gefällt nicht, dass wir uns hier verstecken können. Schnauze Musik. Ja gut, wir gucken mal. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Da ist doch ein Boot, guck mal. Aber wo muss ich jetzt hin? Da hinten? Sind das die Minen? Scheint so, ne? Wir laufen hier immer um die Minen herum. Gerade sind wir runtergefallen. Jetzt sind wir wieder irgendwo runtergefallen. Toll. Zu. Ja, so kommen wir hier aber nicht vorwärts. Gleich. Ich will erstmal gucken, ob hier noch irgendwas vielleicht rumliegt. Batterie oder dokumententechnisch. Okay. Ja, ja, ja. Wir gucken jetzt mal. Aber ich will erstmal hier in dieses Haus gehen, weil das ist so offensichtlich. Hier war noch ein Fenster an der Seite. Komme ich hier... Nein, da komme ich wohl nicht drüber. Kann ich hinten rumgehen? Nein. Dann müssen wir doch durch diese offensichtliche Tür gehen. Wir leuchten erstmal rein. Aber ja, schon seit Jahren keiner mehr geputzt. Deswegen können wir hier nicht durchgucken. Hallo? Keiner da? Ja. Psst. Hier will ich hin. Genau, da war noch das offene Fenster. Ist die Tür auf? Ich glitsche durch die Tür, wie geil. Hallo? Ich bin Superman mit dem Röntgenblick. Und ich weiß, es ist niemand da. Tür auf. Oder die wären gespawnt, wenn ich hier drin bin. Das wäre natürlich auch richtig mies. Hier sind alle Türen einfach abgeschlossen. Machen wir mal auf. Kann ja nicht schaden. Und dann müssen wir jetzt in diese Richtung. Da hinten hergehen. Verstecken. Klar, in der Chemikalie. In den See willst du nicht gehen, aber in die Tonne kannst du rein. Hier ist doch ein schönes Boot, guck mal. Also wenn das nicht fahrtüchtig ist... Fahrtüchtig vielleicht ja. Aber nicht seetüchtig. So. Boah. Ich verkrampfe immer total, wenn ich das hier spiele. Mir tut der Nacken richtig weh.
kam das her, bitte? Ich gehe mal hierher. Oder? Wo gehe ich jetzt her? Da? Oder da? Ich gehe erstmal jetzt hier hoch. Äußerst solide Konstruktion. Hey, was denn? Was ist das denn? Ein Hochhaus? Was ist das? How am I gonna get across that lake? Ja, machen wir schon. Chill mal. Tower. A radio tower or microwave relay. Civilization, maybe. For a second I was dumb enough to think I might not die. Oder hängt da etwa Murkoff wieder mit drin? Ganz im Ernst, wenn da irgendwas wäre. Krass. Die würden doch sehen, was hier unten abgeht. Hören wir mal aus dem Fenster. Ich meine, wir sehen ja auch, was da oben abgeht. Dass da was ist. Deswegen glaube ich nicht, dass die uns helfen würden. Ich glaube, die werden uns eher umbringen. Aber krass. So, wir sind wieder hier im Unterholz unterwegs. Hier ist doch nichts, oder? Schon wieder das nächste Beklopptenlager. Und wir stolpern wieder durch den Wald. Was jetzt wieder? Kommen wir jetzt echt wieder hier runter? Was? Ich bin doch gesprungen. Oh, gruselig. Ach, der Krach wieder. Machen die den Krach? Jetzt habe ich es auch gecheckt. So, ihr Lieben, wir werden weitermachen hier an dieser Stelle. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin.